wenige Bücher erlangen den Ruf, der Bibel, dem Buch der Bücher gleichzukommen. Doch das Bach-Werke-Verzeichnis darf wohl multiperspektivisch diesen Anspruch erheben. Es wirkt beinahe so, als sei es gleichzeitig mit dem Gesamtwerk von Johann Sebastian Bach entstanden. So selbstverständlich gilt es weltweit als unentbehrliches Nachschlagewerk und allgemeingültige Grundlage für Interpretationen, wissenschaftliche Arbeit und als Quelle bereichernder Informationen für all jene, die neben dem Hörgenuss die Entstehung der unfassbaren Musiksprache eines Menschen ergründen mögen, der mit Tönen weit mehr als Klangerlebnisse zu schaffen verstand. Das neue Bach-Werke-Verzeichnis bei Breitkopf und Hertel bündelt kaum hoch genug wertzuschätzendes Wissen, denn es ist das Resultat leidenschaftlicher, bisweilen lebenslanger Beschäftigung mit dem grenzenlosen Nuancenreichtum von Johann Sebastian Bach. Das Erste, was ich mir damals leisten konnte, war das kurze Bachwerkverzeichnis. Das habe ich mir gekauft, als ich vielleicht 14, 15 Jahre alt war, weil das andere war einfach zu teuer damals. Andreas Reitze, der 18. Thomaskantor nach Johann Sebastian Bach. Das ist schon ein Werk, was mich natürlich tagtäglich begleitet, in Verbindung sicher auch mit Bach Digital jetzt von dem Bach-Archiv, dass sich doch gegenseitig auch die Hand gibt. Und viele BWV-Nummern sind bei mir natürlich gespeichert, zum Teil seit Kindheit, da mehrheitlich die Orgelwerke natürlich, also Hammer Präludium 544, G-Dur 541, das kann ich runterrassen. Sein Werkverzeichnis ist schon was, was mich immer interessiert hat, weil ja die Wissenschaft mich persönlich auch immer begleitet und mich tagtäglich begleitet. Das hat sich im Laufe der Arbeit herausgestellt. Zuerst dachten wir vor 12 Jahren, auch wir arbeiten mal so ein bisschen die Neuerkenntnisse da ein und es bleibt im Wesentlichen so bestehen, wie wir es kennen. Professor Peter Wollny, Direktor des Bach-Archivs Leipzig. Dann ergab sich halt nach und nach, dass die letzten 30 Jahre doch so viel an Neuerkenntnissen zu Bach hervorgebracht haben, dass man eigentlich, und das haben wir dann ja auch gemacht, wirklich alles, jede Zeile auf Herz und Nieren prüfen muss. Und wir wollten ja dann wirklich nur überprüfte und hieb- und stichfeste Informationen da drin haben. Für mich ist es sehr wichtig, dass wir etwas vorgelegt haben, was akribisch in einem großen Team hinter dem im Bach-Archiv auch etliche junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stehen, die Angaben überprüft haben, die Hintergrundarbeiten geleistet haben. Unglaublich viel Arbeit über 12 Jahre. Dr. Christine Blanken, Leiterin des Forschungsreferates 2 im Bach-Archiv Leipzig. Dass dieses Wissen, was wirklich von uns überprüft ist, dass man sich auf das verlassen kann, also dieser Aspekt, dass BWV dient als Grundlagenforschung weiteren Forschung, diese quasi dienende Funktion, die finde ich ganz wichtig und die ist nicht kleinzureden, auch wenn das Wort dienen jetzt nicht so beliebt ist, aber es bedeutet, man soll sich wirklich verlassen können auf die Arbeit, die wir gemacht haben. Und dass es nicht zwischen den Stühlen und zwischen Tür und Angel passiert, sondern eben über 12 Jahre und hauptamtlich. Die 50 Jahre Arbeit an der ersten Gesamtausgabe, die von namhaften Komponisten 1850 ins Leben gerufen wurde, war wirklich ein Meilenstein, weil da institutionell gebunden an den Verlag Breitkopf und durch einige wirkliche Bach-Spezialisten, namentlich ein späterer Thomaskantor namens Wilhelm Rust,
systematisch vor allen Dingen der Bestand der Berliner Staatsbibliothek ausgewertet wurde, was zu sehr guten Editionen geführt hat. Also die Kenntnis von Bach-Spezialisten hat dazu geführt, dass man wirklich nach guten Quellen ediert hat und hat dazu geführt, dass man wirklich so gut wie alles, was von Bach stammt und damals bekannt war, greifen konnte. BWV 1 ist die erste Kantate, die ediert wurde. 1 bis 10 ist der erste Band. Und es ist auch kein Zufall, welche Kantaten damals genommen wurden. Das sind Choralkantaten auf damals noch gesungene Lieder, bekannte, meistens bekannte Reformationslieder. Aber die Ordnung hat eben nichts mit irgendeiner chronologischen oder einer Ordnung, die von Bach stammen würde, zu tun, sondern hat damit zu tun, was man glaubte damals, was Kantaten sind, die um 1850 eben interessant sind, auch für Wiederaufführungen. Das war eben die Bedingung dafür, dass Wolfgang Schmieder dieses erste Bachwerkverzeichnis in der Ordnung wirklich der Bände der alten Bach-Ausgabe vorgelegt hat. Man speichert ja irgendwann die Namen von bestimmten Werken schon eher unter der Nummer ab als unter dem Titel. Gregor Meyer, Leiter des Gewandhauschores Leipzig. Es gibt so bestimmte BWVs, die regen sofort in ganz vielen Bachkennern irgendwas an. Also wenn ich sage BWV 21. Die Vorgeschichte des alten Bandes, der 1950 erschienen ist, also der ersten Ausgabe des BWV, geht weit zurück. Es fing im Verlag an, dort wurden Karteikarten gesammelt und es war ein Plan des Verlages, da mal ein Werkverzeichnis draus zu machen. Thomas Frenzel, langjähriger Lektor bei Breitkopf und Hertel. Am Ende hat es dann der seinerzeitige Archivar Wolfgang Schmieder des Leipziger Verlages Breitkopf und Hertel übernommen. Und dann kam der Krieg. Und dann war bei dem großen Fliegerangriff 1943 im Dezember in Leipzig, wo sehr viel zerstört worden ist und auch große Teile des Verlages. Das Manuskript war verbrannt, die verschiedenen Korrekturphasen waren verbrannt, die Stichplatten, so schien es, waren auch alle vernichtet. Also es war eigentlich gar nichts mehr da, womit man was hätte machen können. Und da ist ein Teil der Stichplatten aufgetaucht hier in Leipzig dann und auch noch Teile der Vorarbeiten, die sich der Autor, der Archivar, noch irgendwo anders gerettet hatte oder aufbewahrt hatte. Und am Ende ist dann mit sehr viel Arbeit dann alles nochmal rekonstruiert und zusammengestellt worden. Und so ist die erste Ausgabe 1950 in Leipzig zustande gekommen. Dieser Satz von Max Reger, Bach ist Anfang und Ende aller Musik, der mir jedes Mal die Kehle zuschnürt eigentlich, der gilt für mich auch. Also ich bin genauso. Also ich habe mit Bach eigentlich als Kind angefangen und habe es auch gespielt. Und das ist für mich heute das Zentrum. Also das ist für mich das Zentrum der Musik. Für mich ist Bachs Musik einfach in meinem ganzen Denken irgendwie wie das Rückgrat. Professor Peter Wollny. Ich beschäftige mich mit der Musik, ja, weiß nicht, seit ich 10 Jahre alt war ungefähr. Ja, wie soll ich sagen, ohne kitschig zu werden.
Ich finde in Bachs Musik eben Antworten auf die Fragen, die mich beschäftigen. Und das hab ich immer so gemacht. Und das ist auch, je älter ich werde, das nutzt sich eben nicht ab, sondern eine Erfahrung, also wie das Anhören der H-Moll-Messe oder, das haben wir hier in Leipzig ja auch zum Glück immer kurz vor Weihnachten, das Weihnachtsoratorium, das ist für mich irgendwie schon ein spirituelles Erlebnis. Und es ist jedenfalls so, ich könnte auf die Musik von Bach überhaupt gar nicht verzichten. Da würde mir wirklich was fehlen. Und es ist ja heutzutage so, die Bach-Forschung ist seit Jahrzehnten ganz hoch im Kurs. Es entsteht sehr viel an neuer Sekundärliteratur. Nicht alles war für uns brauchbar, aber überhaupt diese Flut an Literatur zu kennen, also zu lesen, zur Kenntnis zu nehmen, rauszufiltern, was sind die neuen Erkenntnisse, die in ein Werkverzeichnis gehören, das hat am meisten Arbeit gemacht und das war auch die große Herausforderung, das tatsächlich zusammenzubringen. Wir haben als Herausgeberteam, Christoph Wolf, Peter Wolny und ich, uns die Kapitel untereinander aufgeteilt. Und meine Aufgabe war zunächst, alle Grunddaten zur Orgelmusik zu bearbeiten und zum ganzen Komplex Appendix, Incerta-Werke, was ist echt, was ist nicht echt, wo muss man neu verteilen. Und damit habe ich mich erstmal eine sehr lange Zeit aufgehalten, die neue Forschung gesichtet, die kritischen Berichte der neuen Bachausgabe auf den Prüfstand gestellt. Stimmt das alles noch? Kann man das noch so sagen? Verglichen mit den Abschriften in Bach Digital. Also ich habe vor allen Dingen mit Bach Digital gearbeitet und da den neuesten Forschungsstand sozusagen versucht zu destillieren. Heutzutage ist besonders im Internet, man kann sich ja jede Art von Informationen irgendwie raussuchen, die man gerne hätte. Und man kann ganz schwer nur unterscheiden, was ist denn jetzt wirklich begründet, was ist eine tatsächliche Erkenntnis, wo fängt Spekulation an und so. Und weil das eben so schwierig geworden ist gegenüber den ersten beiden Auflagen des BWV, haben wir die Herausforderung gespürt, das auch tatsächlich mal auf uns zu nehmen und alles durchzuarbeiten. Ich glaube, im 13. Jahr sind wir schon im Bereiten, die Daten zu Bachs Quellen und Bachs Werken digital auf, durch das Großprojekt Bach Digital, was die Deutsche Forschungsgemeinschaft viele Jahre gefördert hat. Und dadurch sind wir immer bestrebt, ein Bach-Werkverzeichnis online zu haben. Aber eine Online-Datenbank, und ich bin eben eine Frau der ersten Stunde, weil mit meiner ersten Tätigkeit in Göttingen 1999 fing das an, habe ich für das Göttinger Bach-Quellenprojekt gearbeitet und da habe ich eben diese Datenbank angelegt mit. Dadurch weiß ich, was das bedeutet. Die Daten sind einfach immer im Fluss und man kann nicht mehr richtig nachvollziehen, wann hat wer was geschrieben in einer Datenbank. Das kann ein Problem sein. In einem Buch gibt es ein Abgabedatum und da gibt es einen Lektor und das ist einem Prozess untergeordnet und am Ende muss es einfach 100%ig stimmen. Man hat sich auch Mühe gegeben, das in dem Fall so zu organisieren und zu gliedern, dass man es alternativ zu den Online-Quellen benutzen kann. Also es gibt überhaupt keine Doppelung, sondern man kann beides nebeneinander benutzen und das eine bezieht sich auf das andere. Das ist das Gute daran und das ist auch ein Argument dafür, eine Druckausgabe nochmal zu machen, für dieses dicke, schwere Buch. Also wenn ich das alte aufschlage, dann habe ich ja da diese Quellenangaben, respektive die Literaturangaben, wo ganz viele Artikel von damals
aufgelistet worden sind, die in Bezug nehmen zu einem Werk. Das ist bei der neuen Ausgabe nicht mehr so. Zum Glück muss man sagen, weil das ist so schnell veraltet, in Anführungszeichen, obwohl natürlich ein Artikel von 1956 immer noch sehr spannend sein kann. Aber ich denke, was man jetzt rausgegeben hat, das neue BBV, das ist am Tag, wo das rausgegeben worden ist, ist es aktuell, top aktuell. Zwei Tage später vielleicht schon bei gewissen Punkten nicht mehr. Und ich denke, das ist eine Arbeit, ein Work in Progress, wo jede Wissenschaftsgeneration sich neu damit beschäftigen muss und auch Entscheidungen, manchmal schmerzhafte Entscheidungen fällen muss. Was kommt jetzt denn da noch rein? Ein Teil der Neuanlage, Supplement 2, Kapitel Bachs Notenbibliothek. Also der gute Bach war ja Interpret. Er hat Aufführungen geleitet als Dirigent oder saß am Cembalo als Dirigent oder hat mit der Geige dirigiert. Und als solcher hat er auch Werke anderer Komponisten aufgeführt. Was war das? Warum hat er das aufgeführt? Und was hat er dann mit diesen Werken eigentlich veranstaltet? Hat er sie in ihrer Urform aufgeführt oder hat er dazu Bachsche Bearbeitungen hier in den Kirchen erklingen lassen? Das sind so Fragen, die in den letzten 40 Jahren stärker im Fokus der Bachforschung waren. Und haben diesen Aspekt, Bach der Bearbeiter oder Bach der Aufführer fremder Werke, jetzt auch mit ins Bachwerkeverzeichnis reingebracht. Zum Schluss geht es ja immer darum, möglichst viele wichtige Informationen auf einen Blick zu erfassen. Gregor Meyer. Also ich finde es gut zu wissen, wann ist es entstanden, nach Möglichkeit, also falls man das nicht sofort auf dem Schirm hat, auch in welchem Ort des Bachschen Wirkens ist es entstanden. Ich finde es immer für mich auch als Chorleiter oder Ensembleleiter wichtig zu wissen, von wem ist der Text oder was sind die Textgrundlagen für die einzelnen Werke. Dann natürlich die Besetzung finde ich wichtig. Und gibt es irgendwelche Verwandtschaftswerke, worauf dieses Werk dann zurückgeht oder woraufhin es Einfluss gefunden hat? Kleines Beispiel, da ich mich selber sehr intensiv beschäftige mit dem Komponisten Johann Rosenmüller, dessen bedeutenden Choral Welt Ade, ich bin dein müde Bach, Note für Note, Takt für Takt übernommen hat in eine seiner Kantaten, in die Kantate 27. Das hat er nie wieder so getan. Und wenn solche Informationen irgendwie mit vorkommen, dass man weiß, was könnte die Quelle der Bachschen Überlegung gewesen sein, finde ich das eine schöne Zusatzinformation. Wir waren jetzt gerade in Thüringen, Thüringer Wald auch, und wo die wirklich in ganz vielen Städten, einer, die Bach ja gewirkt haben als Musiker, das Wort Bache stand ja für Synonym für ein Wort Musikant, Kantor, Organist. Und deshalb ist schon so, also der Bach hat das von der Pike auf gelernt, aus dieser Familientradition raus. Und deshalb ist es natürlich spannend, dann zu sehen, wie sich eben wissenschaftliche Kenntnisse über Klavierwerke, die man lange Zeit nicht einordnen konnte oder falsch eingeordnet hat, oder was ist eben dann doch nicht von Bach. Da geht es ja eigentlich mal auch zu entscheiden, was kommt denn jetzt ins BWV oder wo muss man sagen, nee, das ist jetzt kein originales Werk. Zum Beispiel gibt es das häufiger bei Fugen. Im 19. Jahrhundert, wenn da eine Fuge ist und es steht kein Autor drauf, haben ganz viele Leute später einfach drauf geschrieben, Bach-Fragezeichen. Bibliothekare oder andere Musiker, die es eben nicht genau wussten, weil der Name Bach und Fuge, das war schon fast sowas wie Synonym. Dann nehme ich Bezug auf die große S-Dur, Fuge aus dem Präludium 552. Da haben wir diese drei Themen. Gottvater zu Beginn, dann kommt der Heilige Geist und am Schluss der Sohn, dann werden ja die drei Themen miteinander kombiniert. Und da habe ich schon den Eindruck, dass diese Göttlichkeit von Bach wirklich einfach in einer unglaublichen Art und Weise dargestellt wird. Und dass ich schon auch das Göttliche auch in der Musik suche und auch finde.